Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier im Microsoft Flight Simulator und wir sind mal wieder mit einem Wasserflugzeug unterwegs, aber das ist ein ganz spezielles Wasserflugzeug, denn das ist die Canard ERCL 215 und das ist ein Löschflugzeug und ich würde sagen, wir schauen uns das mal heute so an, wie das ist, mit einem Löschflugzeug zu fliegen und werden auch einen kleinen Flughafen nass machen. Also mein Plan ist, dass wir hier von aus den Schorbel International Airport hier bei Green Bay über den Lake Michigan fliegen und dann in Traverse City den Flughafen und deren Flugzeuge mal ein bisschen nass machen. Ich zeige euch das mal anhand der Map, wie wir ungefähr fliegen werden, wenn sie denn aufgeht. Warte, geh auf. Dankeschön. Also, hier unten sind wir und wir werden dann hier Wasser fassen, so ungefähr der Plan. Und dann fliegen wir hier rüber, über den Lake Michigan. Und der ist echt groß. Ich denke mal, so eine Stunde werden wir unterwegs sein, anderthalb. Und hier dann fliegen wir einmal so drüber und werden Wasser ablassen. Und dann werden wir auch da landen, damit sich die Leute dann bei uns persönlich beschweren dürfen. Schauen wir uns mal kurz das Flugzeug an sich an. Hat eine schöne Bemalung hier vorne drauf. Gibt es in unterschiedlichen Liveries. Und was so die Testvideos sagen, ist ein bisschen gemischte Meinung zu dem Flugzeug. Also optisch sieht es ganz gut aus, aber das Flugverhalten soll mäh sein und die Motorgeräusche sind nicht authentisch. Das ist jetzt hier schon die gemoddete Version, weil viele gesagt haben, man soll sich die Mod für das Flugzeug runterholen. Was den Sound schon ein bisschen verbessert, die Flugeigenschaft verbessert etc. Mir gefällt es immer noch nicht, wie das Teil sich anhört, aber ansonsten fliegt es sich ganz okay. Auf die Details gehen wir dann aber im Flug rein. Gehen wir doch mal ins Cockpit. Das ist das Cockpit von der Schildmaschine. Recht überschaubar. Haben wir noch hier das Overhead-Panel. Wir haben jetzt, was jetzt da dazu kommt, ist natürlich die Kontrolle fürs Wasser. Da die Türkontrolle. Hier werden dann die Kontrollleuchten. Und hier unten geht es dann weiter. Das werden wir dann später in Action sehen. Aber ansonsten nicht wirklich was Spezielles hier drin. Man könnte sogar aufmachen da oben. Das ist interessant, ob man jetzt das auch draußen sieht, dass hier die Klappe offen ist. Notausstieg hier. Naja, Tatsache. Ist offen. Okay, machen wir die Klappe hier mal wieder zu. Geht zu. Dankeschön. Wenn aber die Wasserlandung vielleicht nicht so gut klappt. Und ich würde sagen, wir werden nochmal die Motoren in Schnellstart starten. Sehr gut, und da sind sie an. Ich meine, hier drin klingt es eigentlich noch ganz okay, aber wenn man jetzt hier von draußen sich das mal anhört. Ja, also für die großen Sternmotoren klingt es irgendwie so sehr meh und sehr generisch. Naja, das ist mein Kritikpunkt. Aber wir werden trotzdem Spaß haben und ich glaube, wir sollten hier mal abheben. Und ich glaube, der will jetzt hier dann auf die Piste drauf. Also ich würde sagen, los geht's. Dann einmal Maximal Power. Los geht's nach oben. Jetzt haben wir die Geschwindigkeit, die wir brauchen. Und was ein schöner Takeoff. Nice. Ja, dass wir erstmal ein bisschen Höhe kriegen und dann werden wir gerade direkt zu dem See rüberfliegen. Und schauen, dass wir wieder langsam nach unten kommen, dass wir da Wasser fassen. Die zwei Anzeigen da in der Mitte übrigens, das sind die Tankanzeigen, stehen momentan auf Null, weil wir natürlich noch kein Wasser haben. Aber Ziel wäre es dann, dass natürlich dann beide voll sind. Ich habe diese Wasserlandung ehrlicherweise schon ein paar Mal geübt. Die ist recht schwierig. Hat man auch im letzten Video ja auch gesehen. Ich hoffe, das ist jetzt dieses Mal ein bisschen besser. Also, Trick soll sein, dass man so langsam wie möglich und sanft wie möglich auf dem Wasser raufkommt. Und dann dürfen wir aber nicht so langsam werden. Denn gemäß Handbuch
sollen wir ungefähr 60 Knoten halten auf dem Wasser zum Einholen vom Wasser und dann halt wieder durchstarten. Darunter funktioniert es nicht so gut. Ja, schon. Nicht mehr sehr weit. Ja, und wie der Name schon vermuten lässt von der Canadair, das Flugzeug ist eigentlich ursprünglich sehr viel in Kanada eingesetzt worden, oder nach wie vor wird es in Kanada eingesetzt für die ganzen Waldbrände da. Und die Canadair Group ist heute eine Tochter der Bombardier Aerospace Gruppe, die das Flugzeug gebaut hat. Müssen wir später nachschauen, wie viele Stück insgesamt. Aber mittlerweile sind die Rechte bei Viking Air, jetzt da die andere Varianten von dem Flugzeug bauen. Die gibt es auch als Turboprop. Das ist dann die CL415. Habe jetzt nicht geschummelt und habe nachgeschaut. Die hat man noch bis 2015 gebaut. Und von der gab es noch 80 Stück und ein paar von der 215, die wir jetzt fliegen, sind dann auch noch umgebaut worden. Und von der gibt es 125 Stück. Die haben wir übrigens auch bei Ice Pirates gesehen, als sie da zwei in die Türkei gebracht haben. Mega spannende Folge gewesen. Das war nicht ganz problemlos. Wir werden jetzt mal die Flaps auf 15 Grad stellen. So steht es im Handbuch, sollen wir es machen. Und dann werden wir hier so langsam wie möglich runterkommen. Im Notfall würden sie es vermutlich schneller machen und dann zum Schluss langsamer werden. Aber wir haben ja hier Platz. Wassersysteme sind aktiv. Und kurz vor dem Wasser müssen wir noch diese Auffahrtarme rausfahren, damit das Wasser überhaupt reinkommt. Aber zum Schluss, weil wenn die dann draußen sind, gibt es dezenten Drag. Und das spürt man dann auch beim Fliegen. Vielleicht, dass wir ein bisschen mit 500 Fuß pro Minute da runterkommen. Und dann ein bisschen schön austarieren. Aber wird es schon werden. Eine schöne Gegend hier noch. Hält man. Der See selber ist ja echt riesig. Also wenn wir dann in der Mitte vom See sind, wirkt es, als wären wir dann über dem Meer. Und weit zur kanadischen Grenze wäre es gar nicht. Wir müssten eigentlich in die Richtung noch ein bisschen weiter fliegen. Dann wären wir in Kanada. Aber nah genug. Ich meine, bei so einer Wasserlandung ist einfach, dass man das recht spät irgendwie sieht, wenn die Wasseroberfläche einem ganz nahe kommt. Ah, da kriegen wir hin. Ist jetzt mein vierter Versuch, das Ganze zu machen. Beim ersten Mal bin ich abgestürzt, beim zweiten Mal und beim dritten Mal bin ich extrem wieder nach oben gekommen. Weil das Ding will fliegen. Wenn man auf dem Wasser ist, die springt sofort wieder nach oben. Und der Trick ist dann halt, dass man halt nach unten drückt, wenn man dann unten ist. Tadala. Probe ist draußen. Wir sind bereit. Und dann sollen wir das schwere Ding ja wieder nach oben kriegen. Wir werden ein bisschen Leistung wegnehmen. Also wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu langsam jetzt hier werden. Wir sind ja ein bisschen kurz vorm Stallen hier. Aber das geht sehr gut jetzt hier mit den Flap-Settings. So, 1000 Fuß. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja, da sieht man jetzt auch die Wasseroberfläche recht gut. So, und jetzt noch ein bisschen austrimmen. Dann ein bisschen langsamer. Denn ich war auf dem Minimum. Ganz sanft, ganz sanft.
Sehr gut. Komm, geh runter. Und Touchdown. Oh, das war ja mal super sanft. Und jetzt einfach nur nach unten halten. Ah, bleib unten. Und der Tank füllt sich. Sehr gut. Sie schiebt halt einfach schon wieder. Okay, voll. Und durchstarten hier. Wir machen die Probe wieder rauf. Nice! Das war aber die schönste Wasserlandung ever. Sehr geil. Muss ich sie nur noch wieder nach oben kriegen. Mit dem ganzen Gewicht jetzt. Komm, mach Geschwindigkeit. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, das schaut euch gleich nochmal von außen an, wie das jetzt ausgesehen hat. Ja, da komme ich da eigentlich recht schön runter. Und dann am Anfang hier gleich ganz leicht gestriffen. Hier. Also, so witzi witzi. Und dann den eigentlichen Touchdown. Ja, also ich würde schon sagen, die Landung war schon nicht schlecht. Wird sicherlich noch ein bisschen besser gehen, aber ich würde das jetzt mal mit einer Note 2 plus bewerten. Wollen wir mal einen erstmal nachmachen zusammen. Könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr jetzt die Landung da bewerten würdet. So, wir schauen mal, dass wir jetzt wieder an Höhe kriegen und dann werden wir eine große Rechtskurve drehen. Und dann geht es weiter zu unserem Zielflughafen. Der wird sich schon bestimmt freuen, wenn wir kommen. Das bisschen gemeine jetzt mit dem Wasser ist, dass die Maschine die ganze Zeit versucht, nach links zu driften. Da werde ich dann später sicherlich das Seitenruder noch ein bisschen reintrimmen, damit ich da ein bisschen entgegenwirke. Das ist nämlich wirklich nervig. Und sie ist wesentlich träger. Also wenn du dann eine schnelle Bewegung merkst, machst, dann merkst du, wie sie ein bisschen so nachgeht. Also ziemlich sicher wegen dem Wasser. Naja, es ist unangenehm so zu fliegen. Also als hättest du irgendwie die ganze Zeit Seitenwind. Hart fliegen ist dann nicht. Will immer eine schöne Kurve fliegen. So, rein von den technischen Daten her haben wir jetzt knapp 6123 Liter Löschwasser. Dann haben wir einfach mal so 6000 Kilometer drauf. Aber sie kann theoretisch knapp 4,7 Tonnen oder 4,8 Tonnen hoch, das sind 4790 Kilo, an Fracht aufnehmen. Und hinten hat es Plätze für bis zu 30 Personen. Sofern es stimmt, rein vom Wasserabwurf her, schafft man es mit dem Flugzeug 54.000 Liter pro Stunde abzuwerfen, bei einer Distanz von 11 Kilometern zwischen Brandherd und Gewässer. Und das ist eine ganz schöne Menge Wasser. Ich frage mich eigentlich, wie das unten ist, wenn man da in diesem Nebel steht, wenn das Wasser runterkommt. Ist es da mehr so ein Nebel oder kommt es als Masse runter? Ich meine, durch die Geschwindigkeit und durch die Höhe ist dann eigentlich wie ein großer Regen. Es ist ja nicht so, dass auf einmal 6000 Kilo Wasser auf einmal runtergehen. Also, tun sie schon. Aber das teilt sich hier auf durch die Luft. Was man jetzt da noch merkt, das Flugzeug wird nicht wirklich schnell jetzt mit dem ganzen Wasser. Theoretisch hätte man die Höchstgeschwindigkeit von 376 Stundenkilometer bei 1500 Meter Höhe. Einzelgeschwindigkeit wäre dann 280 im Durchschnitt. Aber der Unterschied ist es schön, dass sie es umgesetzt haben, dass man es
wirklich gut merkt, dass man jetzt da eine Ladung drin hat. Ja, für euch wird es jetzt dann ein paar Cinematic-Aufnahmen geben mit ein bisschen Musik dazu. Und wenn wir dann beim anderen Flughafen sind, komme ich dann wieder rein. Und dann würde ich sagen, machen wir ein paar Flugzeuge nass und schauen uns den Effekt an, wie das aussieht, wenn man hier das Wasser ablässt. So viel kann ich schon mal sagen. Es sieht ziemlich cool aus. Also, bis gleich. Thank you.
So, dann, wir sind im Final. Da vorne ist auch schon unser glücklicher Flughafen, der sich gleich freuen wird. Wir werden da erstmal so ein bisschen drüber fliegen, um zu schauen, wo es am geilsten wäre, dass wir hier das Wasser runterlassen. Und werden dann eine Schleife ziehen und dann effektiv das Wasser runter. Was ist da wieder so eine schöne Gegend hier? Und da kann man das richtig gut Urlaub machen. Ich glaube, in echt wäre das der letzte Flug, den wir jemals hier machen würden, indem wir uns gerade richtig einknacksen. Wirklich zerstört die Flugzeuge und Co. Und angepisste Leute. Hoffentlich haben wir auf dem Flughafen jetzt nicht viel Verkehr, wenn wir da drüber fliegen. Aber es gibt natürlich schöne Visuals, wenn da ein Flugzeug jetzt wegen Wind entgegenkommt. So, wir werden jetzt schon mal das Wasserabwurfsystem, also generell das Wassersystem schon mal aktivieren. Einmal, zweimal. Und ganz zum Schluss müssen wir noch die Doors armen, also beziehungsweise scharf schalten. Dann können wir das Wasser runterlassen. Ja, ich sehe da schon einen sehr guten Spot. Da ein bisschen zur linken Seite, da stehen noch ein paar schöne Flieger. Da werden wir mal ein bisschen das Wasser drüber lassen. Dann sind sie auch schon mal schön gewaschen. Bodenpersonal freut sich auch. Hey, vielleicht ist hier gerade mega Sommer hier. Super heiß. Und kühl ist nass von oben. Ja, unsere Opfer. Weiß nicht, ob das so richtig ist, wie die alle da dastehen. Aber soll uns nicht weiter stören. Wir haben unsere Ziele. So, dann machen wir hier mal eine gedehnte Kurve und fliegen zurück. Wieso gibst du mir jetzt ein Stall Warning? Ah, wir sind ein bisschen langsam dran, aber. Okay, dann werden wir jetzt noch ein bisschen nach unten ziehen dann. Wird aber auch nicht schneller. Ich dachte tatsächlich ohne Flaps wird es ein bisschen mehr Schmackes geben. Ah, ist ja gut. Doch, wenn man so ein Flugzeug hat. Und jetzt locker flockig eine schöne Kurve da. So, jetzt wird's ernst. Großer Abend. Dann werden wir nur noch das Knöpfchen drücken. Ich hoffe, sind wir jetzt da auf einen Joystick drauf. Also, das links und man kann auch alternativ die Taste I drücken, falls jemand selber mal fliegt. Ja, jetzt müssen wir das nur noch im richtigen Moment treffen. Und raus damit. Nice. Jetzt haben wir mal 6000 Liter Wasser. Okay, disarmed, Wassersystem wieder aus. Und ich würde sagen, schauen wir das Ganze mal von außen an. Ja, das sieht schon geil aus mit dem Wasserabwurf. Ich hab's da gar nicht mehr so schlecht getroffen. Ja, coole Sache. Dann wäre es schön, wenn wir auf dem Boden noch einen Effekt hätten. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir wieder zurück zum Landeprozedere. Muss ich das noch hinkriegen. Okay,
Wir sind in der letzten Kurve und dann wird auch schon gelandet. Da ist ja auch schon die Landebahn. Was ich fragt, es sind keine echten Spieler genervt worden. Ich habe hier nur mit der AI gespielt und die Spieler ausgeblendet. Also muss keiner zu Schaden kommen und habe keinen echten Spieler auf der Startbahn genervt. Ich glaube aber... Oh, da fliegt die KI einfach mal so dahin. Ich glaube aber auch nicht, dass andere Spieler das sehen würden, wenn wir hier das Wasser abwerfen. Außer sie haben das Flugzeug. Schauen wir, dass wir das ungefähr genauso smooth hinkriegen wie die Wasserlandung. Dann war ich glücklich. Das Flugzeug. Ich bin ein bisschen crazy. Alles klar. Und first für mich. Was sagt's denn? Das ist fast schön mittig. Ja, wir sagen müssen in 2 minus. 2 minus bis 3. Nicht schlecht. Ja, war ein sehr angenehmer Flug. Das Flugzeug fällt mir. Macht Spaß. Das einzige, also zwei Sachen, die mir nicht gefallen sind. Einerseits hier die Motorengeräusche. Da kommt hoffentlich nochmal was. Und das andere ist, wenn man hier mit dem Wasser unterwegs ist, dieser konstante Drift nach links. Kann man nicht vorstellen, dass das richtig ist. Da wäre ich noch froh, wenn man da vielleicht was machen kann. Ich meine, ich habe kein Problem damit, dass wir einen Linksdrift haben, wenn jetzt ein Wind oder sowas ist. Oder auch beim Start gibt es Maschinen, die gerne mal driften. Aber das ist halt... Also ich bin jetzt ein paar Mal mit Wasser geflogen, weil ich ja zuerst ein bisschen trainiert habe. Und jedes Mal! Mit dem Wasser trifft es das Ding nach links. Klar kannst du dann gegenwirken mit der Trimmung, aber ich finde es trotzdem doof. Naja. Ich hoffe, der Flug hat euch auch soweit gefallen. Wir werden uns da rechts erstmal kurz in die Wiese hinstellen und dann sehen wir uns beim nächsten Abenteuer. Eine Idee, was wir natürlich noch machen könnten, wäre zum Beispiel in einen echten Park oder Nationalpark hinzufliegen, wo das Flugzeug wirklich mal im Einsatz gewesen ist oder immer noch ist. Und da mal versuchen, in so einem kleinen See zu landen, wo sieben mit dem in echt schon gelandet sind. Und dann halt ja quasi mal so einen echten Waldbrand nachspielen. Es ist dann sicherlich wesentlich schwieriger, als mit das jetzt hier mit dem gigantischen See, wo ich sehr viel Zeit habe, zum Runterkommen und wieder hochzukommen. Also, hört zumindest gerne in die Kommentare. Das war einmal Flughafen nass machen mit dem Löschflugzeug. Bis steht dann. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.